Mit dem Velo geht es heute auf der Straße zum Monte Velo, zur Parete de Irre. So umgehen wir schon einmal jegliches Parkplatzproblem im Ansatz. Unser Ziel ist die Route Gufetto. Zwei Kehren nach den letzten Häusern verlassen wir in einer Kurve mit einer Schranke die Straße und radeln den Forstweg noch ein bisschen nach hinten, bis der Gardatrek nach links abzweigt. Nun geht es auf dem Wanderweg zu Fuß weiter, bis oberhalb die Felsen des Parete de Irre Superiore auftauchen. Bevor der Weg wieder ansteigt, zweigen wir einen Pfad nach links unten ab und halten uns kurz darauf an den rechten Pfad, der uns unter die Felswand zu den Einstiegen bringt. Der Name der Route ist angeschrieben und es befindet sich die Figur der kleinen namensgebende Eule neben dem Routennamen. Vor uns ist bereits eine Seilschaft zugange. Die ersten Meter führen noch im Wald über eine gut ausgeputzte Verschneidung nach oben. Ich warte noch ein bisschen, bis der Stand frei wird und kann mir schon einmal den Quergang am Ende der ersten Seillänge und den Beginn der zweiten Seillänge ansehen. Dann darf Regina endlich auch loslegen. Gehst noch ein bisschen weiter die Rampe hoch erst. So, jetzt da bleibst du ziemlich unten. In dem mit 6 bewerteten Quergang darf schon einmal ordentlich hingelangt werden. Heute ist schon ganz gut. Ja, gut. Die zweite Seillänge führt dann über eine leicht versinterte Verschneidung. Auch hier wartet eine 6er-Stelle, bei der man die Verschneidung nach rechts verlässt und einen blattigen Aufrichter bewältigen darf. Dann wechselt der Fels zu grau und mit einem kurzen Linksquergang erreichen wir einen kurzen steilen Pfeiler, der wiederum mit dem 6. Grad bewertet ist. Ein Band führt dann zu der abschließenden gelb-roten Verschneidung. Die Seillänge ist nicht allzu schwer, muss aber im unteren Teil weitestgehend selbst abgesichert werden. Die gleiche Seillänge noch einmal aus einer komplett anderen Perspektive. Gefilmt mit einer richtigen Kamera aus der benachbarten Route. Schade, dass man im Allgemeinen dazu nicht die Gelegenheit hat. Schön zu sehen auch die Felsstrukturen in Gelb, Rot und Grau, die ein genussvolles Hochsteigen ermöglichen. Gleicher Stand, andere Perspektive. Nutzen wir die Versinterungen für die letzte Seillänge, die noch einmal mit 6- bewertet ist.
Bevor es den letzten leichten Felsaufschwung nach links oben geht, habe ich noch einmal Zwischenstand gemacht, um meine Seilpartnerin beim Ausstieg besser im Blick zu haben. Noch ein paar Meter, dann sind wir wieder auf dem Wanderweg, den wir zu Beginn nach links unten verlassen hatten. Jetzt kommt dann der Heartbreak hin.